Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Diesmal möchte ich noch ein Video zu Easy Use To Do Backup Home machen, die 11.0 Version. Und ich habe ja im letzten Video, was ich gerade bearbeitet habe, rumgemeckert, dass ja, meine Maus nicht funktioniert. Und habe das gleich mal zum Anlass genommen, ein Backup zu erstellen, beziehungsweise ein Backup wiederherzustellen. Wie ihr seht, hier habe ich jetzt nur ein Backup drin, was ich danach nochmal erstellt habe. Also was hier auf der Festplatte direkt drauf ist. Ich muss mir auch irgendwann nochmal eine Festplatte für intern kaufen, wo alle Backups raufgehen, was 2 Terabyte, was nur für Backups ist. Und wir wollen ja das nicht wiederherstellen. Wenn ihr dann Outlook wiederherstellen wollt, das habe ich nämlich auch gemacht, geht ihr hier rauf. Wenn ihr so wie ich ein externes Medium habt, wo ihr das rauf gemacht habt, so. Und dann müsst ihr euch hier aussuchen. Wir wollen jetzt natürlich kein normales Backup, also hier Camtasia Backup nicht, das wollen wir nicht. Das wollen wir schon, aber das wollen wir nicht. Und dann gehen wir einfach auf Outlook und dann öffnet er das. So. Und dann fragt er natürlich, ob wir das Backup wiederherstellen wollen, also fortfahren. Wollen wir jetzt nicht, habe ich schon gemacht. Bei mir kam es dann zu einem Problem, da ich beim normalen Backup des ganzen Betriebssystems Outlook ja mit gemacht habe und dann nochmal Outlook gemacht habe, kam es zum Problem, dass mir Outlook gesagt hat beim Starten, dass alte OST-Daten vorhanden sind und die sollte ich doch erstmal löschen. Dann funktioniert Outlook auch wieder. Ich habe auch keine neuen E-Mails bekommen, dadurch, dass halt dieser Twist zwischen den alten und den neuen Dateien waren. Und wenn ihr das jetzt auch haben solltet, habe ich mir gedacht, mache ich mal ein Video, wie ihr diese OSD-Dateien löschen könnt und wie das vernünftig läuft. Das kommt wohl bei Outlook öfters mal vor, dass irgendwie eine OSD-Datei kaputt ist und dann muss man die löschen. OSD-Dateien sind die Dateien wo von euren E-Mail-Konten. Bei mir sind es 3, weil ich 3 E-Mail-Konten habe. Ich habe dafür hier, mach ich mal hier drüber, das werde ich euch auch in die Videobeschreibung machen, aber ich werde das mal noch umbenennen. Das ist so doof. Ich werde mal so, dass ihr das besser erkennen könnt, mit Sternchen machen. So, einmal nochmal komplett kopieren. Kopieren. So, dann machen wir das mal runter. Dann öffnet ihr irgendwie, die habe ich schon geöffnet. Dann öffnet ihr irgendeinen Ordner. Ihr könnt dazu hier unten im Windows und dann geht auf Videos zum Beispiel rauf. Ja, das ist ja egal. Irgendeinen Ordner. Ihr könnt auch ganz normal neuen Ordner erstellen und dann geht er darauf. Ihr kommt da immer wieder hin. So, und dann einfach oben markieren oder ihr geht hier unten auf oder hier oben auf Computer und dann kommt er hier oben rein. Hauptsache, ihr habt dann halt so ein kleines Feld, wo ihr dann oben den Programmpfad eingeben könnt. Wie ihr das macht, das ist euer Ding, da könnt ihr euch aussuchen. Also wenn ihr schon einen Ordner vorhanden habt auf dem Desktop, geht da einfach da drauf und dann hier oben anklicken und dann das einfügen, dann müsst ihr dieses Sternchen Benutzername Sternchen löschen und da gebt ihr dann den Benutzernamen eures PCs ein. Den findet ihr so hier. Da seht ihr dann, mit welchen Namen ihr euch angemeldet habt. Ich halt Odin und habe mein Logo als mein Auge als Bild genommen. Dann habe ich hier meine 3 E-Mail-Programme. Das und das. Und die müsst ihr dann rechtsklick einfach löschen. Ich habe es gemacht, wo Outlook offen war. Und dann habe ich Outlook geschlossen, nochmal neu gestartet und dann war alles super. Dann hat Outlook auch nicht gesagt, es sind alte Dateien vorhanden und ist irgendwie ein Konflikt oder so. Das hat wirklich super funktioniert. Ich habe auch mit dem normalen Backup schon rumgespielt, habe ein Backup wiederhergestellt. Das könnt ihr dann auch hier einfach da und dann zack. Und dann wähle ich jetzt bei mir F zum Beispiel aus. Dann könnte ich jetzt Camtasia sagen. Und dann könnte ich hier das Backup wiederherstellen von Camtasia oder das System-Backup. Das hat alles super funktioniert. Das Einzige, was ich nicht erstellen kann, was ich nicht machen konnte. Warum hat denn das jetzt zugemacht? Kann ich euch auch gleich mal am Rande erwähnen. Ja. Wenn ich hier unten auf Tools gehe, Notfall. Wenn ich hier ein USB, achso, da muss ich erstmal meine Festplatte abmachen. Moment, ich habe hier nämlich noch einen USB-Stick mir extra dafür gekauft.
So, der soll nämlich, da muss ich das aber nochmal schließen, weil er das ja nicht gleich parallel erkennt. Mikrofon Oma ein bisschen wegmachen. Notfall. Also ich habe eine ISO erstellt, die ist da. CD will ich noch machen, aber USB-Stick. Ich habe mir jetzt extra einen USB-Stick gekauft. Und wenn ich dann sage, hier, fortfahren. Dann macht er jetzt hier, sagt er, der muss formatiert werden. Sagt natürlich, ist okay. Aber da kommt dann, Start von Windows API ist fehlgeschlagen. Warum, weiß ich nicht. Hier über den Link komme ich dann halt nur zu einer Erklärseite, wie ich ja einen Report erstellen kann, um da Kontakt zu bekommen. Brauche ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Das mache ich dann die Tage nochmal, diesen Error-Report erstellen und dann mal gucken, ob sie mir da helfen können. Wenn ich das rausgekriegt habe, wie das dann funktioniert und wenn ich erstmal weiß, warum das bei mir nicht geht, dann mache ich wahrscheinlich dazu nochmal ein Video. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt erstmal helfen, wie ihr den Fehler wegbekommt, wenn euch Outlook sagt, OST-Dateien stehen im Konflikt, sind alte da, die sollt ihr löschen. Wie gesagt, den Link zu Easy Use findet ihr in der Videobeschreibung. Den Link, den ihr eingeben müsst, um dahin zu kommen zu den Dateien, findet ihr auch in der Videobeschreibung. Denkt dran, Sternchen, Benutzername Sternchen, das muss weg. Und da schreibt er dann euren Namen rein von eurem Profil, mit dem ihr den PC, den Laptop gerade nutzt. Und dann könnt ihr die Dateien da rauslöschen und dann geht das auch ohne Probleme. So, ich hoffe, ich konnte euch, wie gesagt, jetzt helfen. Wenn ich euch helfen konnte, ein Däumchen wäre nicht schlecht. Ich bin jetzt schon ein bisschen verwirrt heute. Ein Däumchen wäre ein Träumchen. Vergesst nicht, die Bimmelglocke anzumachen, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn ich ein neues Video habe. Ich bin dann jetzt mal weg. Haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.